Vielleicht sollte er mehr Liegestütze machen. Aber mir, du solltest mit gutem Beispiel vorangehen. Ich an Liegestütze? Nein, danke. Dieser Huhn, komm doch mal her und zwing Abelmir, dann siehst du mal, wie wertvoll es ist, körperlich stark zu sein. Was, jetzt? Ja, wir haben doch gerade Zeit und Abelmir hat schon ewig keine Liegestütze mehr gemacht. Abelmir, sei ehrlich. Ich habe das letzte Mal Liegestütze bei meiner Ausbildung gemacht, glaube ich. Was? Kein Wunder, dass du in einer so schlechten Verfassung bist. Na, Signore, du bist fett geworden, denn? Hm? Jetzt kommt ja auch noch ein Oktan. Si, Signore. Gibt doch hier nichts zu tun. Ich wollte doch nur bei Isarun landen. Oh, Signor Boltax, willkommen. Verzeiht. Ich habe da etwas im Mund und das. Das sieht nach einem Regenwurm aus. Das ist die größte Karotte, die ich jemals gesehen habe. Ja, die ist aus dem Garten. Die war sehr bekömmlich. Und ich habe vielleicht noch ein, zwei Bier getrunken und doch unsere Heldengeschichte erzählt, deshalb hat es etwas länger gedauert. Also eigentlich habe ich sehr viel darüber erzählt, wie großartig ich und Isarun und Rafim und Abelmir und natürlich selbstverständlich die bezaubernde Zulamin in der Stadt gewirkt haben und, naja, wie er an sich hat schnappen lassen. Also hauptsächlich ging es eigentlich darum, mit welchen cleveren Tricks wir den Krug erbeutet haben. Ah, es war schön. Wusstet ihr, dass es jetzt ein Loblied über uns gibt? Hab ich gehofft. Ein Loblied. So wie ihr das erzählt haben dürftet, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Die Realität war leider nicht ganz so heroisch. Ja, ich musste einige Sachen kürzen und andere ein wenig ausschmücken. Aber prinzipiell ist das doch das, was alle Barden tun, oder? Natürlich, das Vorrecht des Künstlers. Ja, richtig. Es nennt sich Boltax, heroischer Eroberungszug des Kruges. Es klingt ein bisschen nach einem Trinklied, aber naja. Boltax-Eroberungszug? Ja, ich habe mich ein bisschen in den Mittelgrund gedrängt, aber naja. Das kommt vor. Aber du hast so hoffentlich den Stamm erwähnt. Natürlich, natürlich. Wie könnte ich unseren Stamm je vergessen, Rafim? Und, ja, ich habe natürlich selbstverständlich deine Botschaft an Leertmon ausgerichtet. Und was hat er gesagt? Er arbeitet daran. Aber es bringt ihm nicht so viel, weil sie häufig beschossen werden. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, da muss er sich ducken. Ja, sehr vernünftig. Siehst du, Abelmir, wärst du mal Mitglied vom Stamm geworden. Was? Abelmir, du möchtest Mitglied werden? Das sollten wir noch hinkriegen. Nein, danke. Mir fehlt es an Liegestützen. Das stimmt allerdings. Ja, aber das kriegen wir hin. Zulamin tätowiert dich und währenddessen machst du Liegestütz. Das wird wunderbar. Und Abelmir, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Also, wir sprachen auch darüber, dass euch Liegestütze fehlen. Naja, ich bin also wohl kräftiger als du. Guck mal, du mit deinem kleinen Bäuchlein gegen meine massige Gestalt. Und das ist... Na, Boltax, ich muss aber sagen, du hast in den letzten paar Tagen enorm abgenommen. Was? Nein, ich esse extra viele Karotten und trinke extra viel Bier. Das kann doch gar nicht sein, dass ich Signore Boltax, seid ihr krank? Eure Haare sind etwas ausgefallen. Nein, meine Haare. Oh Gott, nein. Doch, hier, das Haupt da. Seht ihr nicht, Signore? Doch, du hast recht. Oh weh, das sind ganz schlechte Neuigkeiten. Wisst ihr, was das bedeutet? Du hast dein Kamelfleisch nicht aufgegessen. Nein, schlimmer. Du wirst alt? Oh, nein, ich bin erst vielleicht 90. Also ich habe noch ein paar hundert Jahre vor mir. Aber wenn ein Zwerg abnimmt und immer schmächtiger wird und seine Haare verliert, dann kann das einen ganz, 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 ganz schlimmen Grund haben. Ich würde es gar nicht wagen auszusprechen. Oh Gott. Das passiert bei uns in Al-Anfar, wenn wir heiraten. Gibt es eigentlich bartlose Zwerge? Nein, es gibt keine bartlosen Zwerge, denn das ist der große, der schlimme Fluch. Versteht das? Im schlimmsten Fall verwandle ich mich in, ich will es nicht aussprechen, aber einen Grollem. Was? Ja. Ich dachte erst, ihr macht Witze. Nein. Das klingt absurd, aber... Ihr seid wirklich in Panik. Ja, oder? Wo habt ihr das denn gehört? Ich habe noch nie eine gräumende Frau gesehen, wo ihr es gerade sagt.
Ja, ja, genau. Den Kolbe, sie sind eigentlich Zwerge, die zu tief gebohrt haben, die zu gierig geworden sind. Und, oh Gott, nein, das kann doch nicht sein. Ich habe Angos Schätze und Sumu immer geehrt. Wieso tut ihr mir das an? Aber warum seid ihr gierig geworden? Seid ihr denn gierig? Nein, nein, ich überhaupt nicht. Ich besitze nicht einen müden Dukaten. Das kann Abel mir bestätigen. Der zahlt ja immer für mich. Ihr zahlt halt nicht. Ja, das kann ja nun wirklich nicht mit Gier zusammenhängen. Also, ja, Bulltops. Aber er hat sich doch kein Gold aus dem Hort genommen, sondern nur diese Flamme. Außerdem habe ich sie ja nicht mitgenommen, sondern nur er hat was? Ich habe doch nichts mitgenommen. Hört ihr das auch? Nein. Ich auch nicht. Alles gut. Ja, Bulltox. Das wird Donny. Was habt ihr mitgenommen? Ich habe gar nichts mitgenommen. Wie sehe ich denn aus, als würde ich etwas aus diesem Hort mitnehmen? Ich habe doch auf eure Mahnung geachtet. Ich habe nur eine Fackel angezündet. Ihr habt etwas angefasst. Nein. Wie Jalan. Ich habe nichts angefangen. Isarun, ich bin doch nicht so um nach. Ist seine Hand schwarz? Habe ich euch schon erzählt, wie Jalans Hand schwarz geworden ist? Ich war damals noch nicht dabei, aber sie ist trotzdem lustig zu erzählen. Bulltox hat sie mir schon erzählt. Bulltox zeigt mir mal ihre Hand. Hier, meine Hand. Da seht ihr diese Raute, die habe ich schon etwas länger. Das ist, von diesem Kristall, der einmal auf meiner Hand gelandet ist. Aber ansonsten ist nichts dergleichen zu sehen, ne? Eure Fingernägel sind ganz schön lang. Ja. Oh Gott, verwandle ich mich in einen Wühlschrat? Nein, bitte nicht. Oh, Bulltox, beruhig dich. Du kannst kein Wühlschrat sein oder auch kein Grolm. Die könnte man wieder im Kogatreib gar nicht brauchen. Oh, du hast recht. Ja, das sollten das im Auge behalten. Nicht, dass ihr weiter abnehmt und mehr Haare verliert oder so. Du solltest sofort ein bisschen Kamel essen. Ja, vermutlich hast du recht. Ich muss ein Haartagebuch führen. Ansonsten kann ich das ja gar nicht richtig im Auge behalten. Und ein... Habt ihr denn aus den heiligen Quellen getrunken? Natürlich, ich habe auch darin gebadet. Und selbstverständlich habe ich mich auch rituell gereinigt, bevor ich wieder hierher gekommen bin. Und ich habe sehr leckere Karotten und sehr gutes Bier dort gegessen und getrunken. Aber dann sollte es euch doch eigentlich besser gehen. Ja, vielleicht geht's ihm ja auch besser. Vielleicht verliert er gerade Haare, weil die ganzen alten abgefallen sind. Und jetzt kommen neue wegen den heilenden Quellen. Wir schauen uns das noch an. Und wenn es morgen nicht besser geworden ist, denke ich, ist es Zeit für einen weiteren Exorzismus. Ein Exorzismus? Müsst wirklich aufhören, irgendwelche Dinge anzufassen. Ich habe doch nichts angefasst. Ich habe extra ein Stück aus meiner Rüstung herausgebrochen. Als würde ich etwas anfassen. Ich bin nicht Jalan. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal klar sagen. Aber ihr wolltet etwas mitnehmen. Darum ging es. Das wisst ihr doch gar nicht, Ogdan. Naja, wenn er sagt, dass er etwas mitnehmen wollte, dann wollte er etwas daraus stehlen oder mitnehmen. Da geht es nicht darum, dass er etwas angefasst hat. Könnt ihr denn nicht mit den Göttern und den Erddämonen, das ist, das ist jetzt eine wirklich philosophische Frage, ob ich etwas stehlen wollte oder mir für lange Zeit ausleihen. Also, Wolltet ihr etwas für lange Zeit ausleihen? Vielleicht die Flamme, hört doch zu. Ja, es war die erste Flamme, die ich dachte dort zu sehen. Ich gebe es ja zu, aber das ist nicht so schlimm. Ich krieg das schon hin. Bulltox, so, Ruhe jetzt. Können wir weiterfahren, ne? Das Schiff liegt vor Anker. Also Anker, wir haben hier nichts Gutes, aber können wir jetzt weiter? Jalan verhungert und verdurstet und wird weiter gequält. Ich habe noch eine Karotte für ihn. Ihr habt recht. Lasst uns an Bord gehen. Ja, ich habe auch schon etwas Kamelfleisch zur Seite gelegt. Bis nach Kailau werden wir wohl fahren. Oh, hoffentlich verwandle ich mich nicht in einen Golem. Ach, Bulltox, das prügeln wir denn dann schon aus. Aber wenn ihr einen Golem prügelt, dann hält er einem Schlag stand und zerbröselt dann. Und das hoffe ich nicht, dass das mir dann auch blüht. Ach, Bulltox. Kailau befindet sich etwa auf halbem Wege.
als größter Ort des Umlandes verfügt er über einen relativ großen Marktplatz, der von einigen Fachwerkgebäuden gesäumt wird. Der Bootsanleger ist intakt, die Torimora an dieser Stelle noch nicht so schlimm. Einige große Wassermühlen stehen am Flussrand. Man hat bereits für die beiden mehr als mannsgroßen Räder einen eigenen kleinen Graben gezogen, der frei von jeglichem Wildwuchs gehalten wird. Da es Erntezeit ist, klappert die Mühle euch schon entgegen, wenn ihr auf sie zufahrt mit dem Schiff. In Kalau befinden sich ungefähr 300 Soldaten, verschiedene Banner und Söldnerhaufen. Die rauen Gesellen warten wohl vielleicht auf euch. So könnt ihr anlegen. Also Signore, Signorina, wenn ich euch richtig verstanden habe, dann sollte ich jetzt hier euch zurücklassen und ich fahre an Mendena vorbei auf Ilsur zu. Sie? Das wäre das Sicherste. Okay. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen und ich werde in Ilsur auf euch warten, ne? Danke für deine Hilfe. Dann, wenn du in Ilsur einfährst, das hatten sie mir auch noch gesagt, dann gib bitte folgende Fahnenkombination. Wie nennt man das, wenn man mit den Fahnen wedelt? Erst die grüne, dann die zweifach gestreifte, dann nochmal die grüne, dann einmal die gelbe und zweimal die schwarze. Das ist das Signal. Sie, Senior, das kann ich mir noch merken. Okay. Dann wissen Sie, dass du keiner von diesen Schergen bist, ne? Grün, rot, schwarz, blau, nein, blau. Zweimal gestreift. Warte, ich schreibe dir das auf. Ja, und ich gebe Ihnen den Code zum Einfahren in Ilsur. Und bevor wir von Bord gehen, Zulamin noch einmal an Ugdan heran. Hab Dank, Kapitän, dass ihr uns aus Mendena herausgebracht habt und dass ihr jetzt sogar noch nach Ilsur fahrt. Und gebt ihm einen Kuss. Für euch tue ich alles. Er erwidert den Kuss und zieht dich an dich heran. Blomin löst sich lachend von ihm. Wir sehen uns. Sie, Signorina, kommt mir wohlbehalten zurück. Mit Jalan. Wir bemühen gute Reise. Rafim, beschützt mir Zulamin. Ja, klar. Ja, das kriegen wir schon hin, Zulamin. Auf den ersten Blick wird euch klar, die rauen Gesellen, hier kann man sehr schnell in Unannehmlichkeiten geraten. Die Lage ist angespannt. Man wartet darauf, dass man entweder den Durchbruch der Hafaxianer aufhalten muss, dass die andere Flussseite fällt. Man weiß nicht genau, was hier zu tun ist. Die Stimmung ist einfach gereizt und man würde wohl gerade sehr wohlhabenden Fremden gerne die Kehle durchschneiden. Ja, ich würde vorschlagen, wir halten uns von diesem Pack dort fern. Da habt ihr tatsächlich mal mitgedacht an der Stelle. Wir sollten den Ort einfach umgehen. Schade, dass wir keine Pferde haben. Nun, naja, wir können hier welche besorgen. Naja, Pferde in Kriegszeiten sind meist sehr rar gesät. Geht der Plan mit dem Wagen noch? Oder hilft uns das überhaupt? Welcher Plan mit welchem Wagen? Worum geht es eigentlich? Ich meine, Isarun hätte mal überlegt, ob das eine gute Tarnung wäre, wenn wir mit einem Wagen in das Heerlager kommen, aber wir haben das nicht weiter verfolgt. Wo sollen wir einen Wagen jetzt auf die Schnelle hernehmen? Wir kaufen ihn. Ja, während Boltax das sagt, kann Isaruns Blick in Richtung des Marktplatzes wandern, der hier liegt. Ihr seht hier tatsächlich auf den Anhieb drei Karren, die Händler stehen daneben, bieten hier frisches Obst und Gemüse an, Eier, Brote, einige hat sogar drei lebende Hühner dabei, zwei Kaninchen, die hier eingesperrt sind in Käfigen, und die Männer und Frauen tratschen lautstark. Na gut, dann kaufen wir einen Wagen, aber lasst euch nicht zu viel abknöpfen. Kotan, wir gehen jetzt dorthin und sagen, Xeran braucht Vorräte. Wir nehmen die Vorräte mitsamt Karren mit. Und ihr meint, das lassen die Bauern so mit sich geschehen? Naja, wir bezahlen sie dafür. Lass mich raten, ich bezahle sie dafür. Ja, natürlich. Das klingt nach einer guten Idee. Bezahl die Leute doch. Ja, natürlich. Du hast doch die landesübliche Währung hier. Na gut, wollen wir schauen, was wir auftreiben können.
Oh, und bringt noch ein paar Rüben mit. Rüben? Ja, für Jalan. Der hat bestimmt nichts mehr gegessen. Ah, grüß euch miteinander. Wie können wir euch helfen, ne? Verkauft ihr auch euren Wagen? Ah, sicher schon, oder? Nun, was will dieser Wagen mit, sagen wir, eurem Stand voll Gemüse kosten? Alles, oder? Ja, ist für den Tross. Ah, für den Tross, sicher schon, oder? Mit Pferde, mit Esel? Mit Esel, Pferde nicht. Mit Esel. Mit Esel, drei Wagen, 130 Dukaten pro Wagen. Wir benötigen nur einen Wagen. Aber da bekommt ihr doch gar nicht alles drauf. Wir schließen noch zu anderen Leuten auf. Sicher schon, oder? Dann 130 Dukaten, sagen wir, mit Eier, mit Brot? Ja. Sicher schon, oder? Legt noch ein paar Hühner drauf. Du kannst dir 140 Dukaten aus deinem Inventar streichen und ihr seid im Besitz eines Karrens mit etwas Speisen darauf und einem fetten Esel. Nun... Und jetzt? Richtung Norden? Mhm. Gott, wie steuert man dieses Ding? Nun, wir führen den Esel. Ich würde ganz entspannt auf meinem Reitbären daneben reiten. Ja, wenn man jetzt laufen müsste. Das würde mich ja stören. Mira. Ich setze mich hoch auf den Karren. Auf irgendeinen Sack. Runter da. Der arme Esel. Ach. Der kriegt das schon hin. Nix da. So viel wiege ich jetzt auch nicht. Ich will das Tier aber nicht überlasten. Ach, der ist doch ganz... Guck mal, der setz ist ganz entspannt. Setz dich auf den Bären. Schau doch, wie klein er ist. Hallo, oh, Eselchen. Der Esel oder Bonte? Seht ihr, er ist zufrieden, hat er mir gerade selbst gesagt. Ihr sprecht Eselisch? Ihr hättet einen Zugbären kaufen müssen. Es war gerade keiner im Angebot. Lasst uns aufbrechen. Ich will ja auch nur sagen, wir haben ja diesen Karren dabei, damit wir unauffällig sind. Und so ein riesiger Mensch auf einem Breitbären ist nicht unauffällig. Ja, ich reite ja auch nicht mit euch ins Lager. Dann ist ja gut. Wie teuer war denn der Esel und der Karren? 140 Goldstücke. 140 Goldstücke, das ist aber ein bisschen viel. Wollt ihr euch beteiligen? Ich habe leider nichts, aber naja. Ihr habt doch diese Edelsteine, nicht wahr? Ich hatte diese Edelsteine. Ja. Oh, tut mir leid, aber da habt ihr euch wirklich einiges Geld aus der Tasche ziehen lassen. Ich wette, man hätte das auch für die Hälfte oder so bekommen. Aber immerhin habt ihr an die Rüben gedacht. Und an die Eier und das Brot. Oh, ja, Boltax, iss mal lieber dein Kamel und leg die Rübe da weg. Ah, gut. Einen Tag später. Das Ziel eurer Reise ist schon aus der Ferne zu sehen. Der Wehrturm namens Flusswacht. Die Dachschindeln des Wehrgebäudes heben sich von dem hellen Himmel ab, lange bevor ihr das Heerlager seht. Die gute Orientierung so. Die Tobimora durchquert hier eine weite Ebene. Silbern glitzert das Band des großen Flusses in der Sonne. Einzelne Höfe stehen in der Landschaft und es gibt große, weite Wälder. Nur Weiden, Äcker, gesprenkelt von kleinen Gehölzen. Meilenweit ist keine nennenswerte Erhebung zu sehen, abgesehen von der, auf dem der Turm thront. Und auch dies ist nur ein flacher Hügel, vermutlich durch Menschenhand aufgeschüttet. Der Wehrturm ist von einer rund 5 Schritt hohen Mauer umgerben, an der Kante die abgeflachte Hügelkuppe entlang gebaut worden ist. Ein Tor führt in die Anlage, in der sich die Stallung und eine Schmiede wohl befindet. Der Turm erhebt sich aus diesem ummauerten Areal gut und gerne 3 Stockwerke nach oben. Seine Spitze wird durch ein festes Dach gekrönt und hölzerne Giebel, der offenbar nachträglich aufgesetzt wurde. Zu Fuß des Hügels auf beiden Seiten der Straße seht ihr ein Meer von Zelten, das Heerlager. Trotz einer engen Stellung der Zelte entstreckt sich das Lager bis zu einer kleinen Siedlung etwas südlich des Turmes. Dort stehen 4 Steingebäude, eng beisammen, unter ihnen ein Zollhaus und eine Gaststube. Die Männer und Frauen des Trosses haben sich in der Nähe der Siedlung niedergelassen. Ein buntes Knäuel, offenbar das Heerlager, hat wohl viel Volk angelockt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Tobimora lässt sich mit Mühe am Horizont ein dunkler Schleier erahnen. Feine Rauchsäulen stehen in der Luft. Das feindliche Heer lagert offenbar in sicherer Entfernung vom Wasser am Rande der Sichtweite.